Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und nach den ganzen Feiertagen starte ich ganz locker mit einem einfachen Dessert ins neue Jahr. Und zwar ist es ein Mandarin-Quark-Dessert, ganz flexibel, super einfach und sehr lecker. Die genaue Zutatenliste ist in der Infobox zu finden. Los geht's! Ich nehme 250 Gramm Quark und zwar den 20-prozentigen. Ihr könnt auch gerne den Magerquark verwenden. Ich nehme ihn nicht, mir schmeckt er einfach nicht. Dann füge ich noch einen kleinen Becher griechischen Joghurt hinzu. Das sind bei mir 150 Gramm. Und auch hier kann man den griechischen Joghurt durch Naturjoghurt ersetzen mit etwas weniger Fett. Das ist Geschmackssache. Dann gebe ich noch ein halbes Päckchen Vanillezucker dazu. Das sind 4 Gramm und 40 Gramm normalen Zucker. Die Zutaten dann einfach miteinander vermischen, bis sich der Zucker aufgelöst hat und dann 1 bis 2 Esslöffel Honig untermischen. Bei mir sind es 2 Esslöffel. Dann eine kleine Dose Mandarinen in einem Sieb abtropfen lassen. Ein paar Filets stelle ich für die Deko beiseite und den Rest mische ich vorsichtig unter die Quarkmasse. Man könnte jetzt noch dem Ganzen einen halben Becher oder einen ganzen Becher geschlagener Sahne hinzufügen. Ich finde, es ist nicht nötig, die Creme ist auch so ganz locker und leicht. Dann nehme ich noch ein paar kleine Windbeutel aus der Tiefkühlung mit Sahnegeschmack. Ihr kennt sie bestimmt alle und ich lasse sie nicht auftauen, denn das Dessert wird noch für mindestens 2 Stunden kalt gestellt und dann werden sie weich. Und die Menge ergibt ungefähr 2 bis 4 Gläser, je nach Glasgröße. Bei mir sind es 2 Gläser, aber die sind auch nie so ganz klein. Man kann aber natürlich auch einfach eine Schale nehmen oder eine Auflaufform, das ist völlig egal. Das fertige Dessert dann für mindestens 2 Stunden kalt stellen. Die Quarkmasse wird natürlich noch etwas fester, aber die ist dann trotzdem sehr locker und leicht. Und die Zuckermenge könnt ihr natürlich anpassen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Nachmachen und ein ganz tolles Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!